ich habe das selbst immer als ganz was Eigenartiges empfunden, wenn wir mit Countrynern zusammengearbeitet haben. Also wenn ein Mann hoch singt, das war mir irgendwie immer etwas Künstliches. Als ganz eine natürliche Stimmlage, die einfach halt höher liegt als Bariton oder Bass oder Tenor natürlich. Also mich hat das selbst natürlich irgendwie beeindruckt, hohe Töne zu produzieren und wahnsinnig laut zu singen. Das ist unglaublich befreiend. Ich war irgendwie ein großer Beobachter, scheinbar als Kind auch schon, und war Ministrant in der Kirche. Bin eben katholisch aufgewachsen. Und habe den Pfarrer beobachtet. Das hat mich wahnsinnig imponiert irgendwie. Und auch den Kirchenchor. Und da habe ich mir schon sofort gedacht, das könnte was werden oder so, das ist meine Welt. Das ist irgendwie so in mir sofort Musik entstanden. Bei jedem Konzert bin ich in die Welt der Musik eingestiegen und irgendwie darin versuchen. Also irgendwie habe ich wirklich das Glück gehabt, dass ich mit 10 Jahren meine Leidenschaft oder ja, das ist vielleicht ein bisschen überheblich zu sagen, aber irgendwie auch meine Berufung finden konnte. Normaler Mensch ist vielleicht eh gar nicht richtig. Weil meine Eltern sind alles andere als normal. Also bei denen nach Hause gekommen bin, es ist wahnsinnig viel los. Das Gasthaus ist voll. Das hat mir als Kind einen wahnsinnigen Spaß einfach gemacht. Man muss irgendwo ein bisschen mithelfen, ein paar Handgriffe. Die Eltern sind im Stress. Sobald ich eben Zeit investiert habe in die klassische Musik, in diese Musikwelt, hat sie mir eine neue Welt aufgetan. Eine ganz eigene Welt, aber in der ich durch das, dass die Stimme eigentlich immer funktioniert hat, doch glücklich existieren habe können. Also die Zerbinette und so, das war mir von Anfang an klar, dass ich das auch einmal können möchte und singen möchte. Editha Gruberower, Elisabeth Schwarzkopf oder Lucia Popp und so weiter, die haben mich fasziniert und die habe ich wirklich studiert. Und so erkläre ich mir auch die technischen Leistungen, die ich als Kind gehabt habe, die mir ja eigentlich so bewusst gar nicht waren, sondern die einfach aus einem Empfinden heraus irgendwie entstanden sind. Was da manchmal auf den Bühnen stattfindet. Also das haut mir fast um und das finde ich unglaublich inspirierend auch für die Musik. Ich spüre schon, dass irgendwie die Bühne auch mein Zuhause ist. In einem gewissen Sinne.